Und mit herzlich willkommen zurück zu Gran Turismo 7. Ich würde mal sagen, wir lassen mal das mit Amerika. Ich weiß nicht, wir können mal nach Europa gehen hier mit der Gruppe 1 Prototypen. Also hier in Frankreich haben wir ein Rennen. Mal schauen. Oh, die Strecke kenne ich. Ich glaube gar nicht so gut. Wir schauen mal rein. Scheint eigentlich schon geil. 210.000, schon ganz geil, aber auch ein bisschen schwierig, oder? Wir haben auch eine relativ große Strecke. Sieht es mal lange aus, deshalb haben wir nur 8 Runden. Schauen mal rein. Bin mal gespannt, wie es wird. Ich meine, in Amerika sind wir ja, glaube ich, 10 Runden gefahren, aber da war halt wohl die Strecke an sich ein bisschen kürzer. Okay. So, ich habe keine Ahnung, wie ich mein Kraftstoffgemisch eingeben muss. Ich kenne die Strecke gar nicht. Ich dachte, ich mache jetzt mal eine andere Strecke. Vielleicht liegt es ein bisschen an der Strecke. Oha, okay. Habe ich so spät gebremst? Ich weiß es gar nicht. Aber nun gut. Weil dieses Überholen muss ich vielleicht auch ein bisschen taktischer einsetzen. Das war jetzt halt viel zu früh gebremst. Muss man halt auch so ein bisschen zugeben. Aber nun gut. Wie weit die weg sind schon. Aber nur 15 Sekunden auf 1. Das geht es eigentlich einigermaßen. In Amerika waren es ja 25 Sekunden. Die sind ja generell so schnell. Ja, vielleicht muss ich halt auch das Auto nehmen, was die so nutzen. Oder mal gucken, was so genutzt wird. Problem ist, ich habe aber gar kein Geld. Oh, ich habe gar nicht aufs Bremsen geachtet. Ein bisschen problematisch, wenn ich die Strecke nicht kenne. Ein bisschen Windschatten holen. Vorne wieder zweiter Gang. Ah, es war zu früh gebremst. Schlecht rausbeschleunigt. Ist halt mies, ich kenne die Strecke so gut wie gar nicht. Das ist das große Problem. Ich meine, in Amerika, die Strecke kenne ich. Ja, aber es läuft irgendwie gefühlsmäßig irgendwie besser. Aber generell, naja. Komm, mach mal überholen rein. Ganz kurz mal ein bisschen. Alter, das bremst denn der so früh? Verdammt, schlecht rausbeschleunigt. So, Alter, aber trotzdem kommen wir Platz 1. 17 Sekunden. Oh, 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 ich hab noch. Oh, das war gar nicht gut. Zum Glück sind wir nicht in der richtigen Formel 1. Sonst hätte ich jetzt einen richtig fetten Flügelschaden. Ah, Problem ist, der fährt halt vorne weg, gell? Das ist das Problem. Hier haben wir eine mega Gerade. Bleibt mal ein bisschen im Windschatten. Hier hätte man vielleicht auch überholen einsetzen können. Bremsen so früh, habe ich das Gefühl. Oha, okay, wir müssen bremsen. Ja, wenn man die Strecke nicht kennt, ist es mies. Das ist aber schon ein bisschen mies. Mal hier zeigt er mir jetzt wieder einen Gang an, aber es ist irgendwie nochmal 2 Kurven weiter hinten. Halt auch mies. Ja, komm mal durchmogeln. Bugatti geht zur Seite. Schön raus, beschleunigt. Platz Nummer 11 schon. Wir sind in der ersten Runde noch. Platz 11, aber halt 18,8 Sekunden. Wir haben 3, fast 4 Sekunden auf Platz 1 verloren. Uiui. Sind hier mit der Bodenhaftung. Nicht genügend Abtrieb oder was? Vorne haben wir 2 Stück. Müssen wir uns ein bisschen ranarbeiten. Weiß nicht, Windschatten wirkt vielleicht hier noch nicht so krass.
Ich glaube, ich kann wirklich ein bisschen später bremsen als die anderen Fahrzeuge hier. Das ist ein Vorteil. Aber es darf halt auch nicht zu spät sein. So, jetzt sind wir zumindest mal nah genug dran, um den Windschatten ein bisschen mitzubekommen. Ein bisschen rausgeschossen, bevor man gebremst hat. Alter, ich glaube, vor dem hier, ich habe eine richtige Lücke. Ja, mit dem Bremsen kann man viel machen. Jetzt habe ich aber das Problem, 8,5 Sekunden. Jetzt habe ich hier das große Problem, dass ich hier jetzt nicht die Bremspunkte von den anderen sehe. Okay, hier komme ich schon mal weit raus. Oh je. Okay, sind ein bisschen weg. Aber das Problem, dass man hier halt, ja, kann hier nicht sehen, wo sie bremsen. Was ich auch krass finde, Alter, wir haben übelsten Reifenverschleiß hier. Alter, diese Kurve hier, schon wieder. Diesmal ging es ein bisschen besser, aber jedes Mal. Gibt's ja gar nicht. 8,7. Alter, ich falle weiter nach hinten sogar. Ey, was? Also vermutlich falsches Fahrzeug. Keine Ahnung. Obwohl ich im Internet gelesen habe, dass eigentlich das Formel 1 Auto richtig gut sein soll hier in dieser Aufgabe. Habe ich gelesen, aber vor allen Dingen, wir haben ja hier, wir sind jetzt hier in Frankreich, wir haben in Amerika die Strecke und wir haben in Japan noch Suzuka und Suzuka soll richtig schwer sein. Und ich komme hier, keine Ahnung, gerade so in die Top 10 rein, Leute. Was ist mit dem Wagen hier vorne los? Hatte der irgendwie einen krassen Fehler, einen Unfall oder so? Der war ja richtig langsam. Alter, guck mal, wieso gehen die in... Oh shit, voll lauter schauen. Wieso gehen die in die Box, obwohl die 70% Kraftstoff noch haben? Das verstehe ich nicht so ganz. Wir haben 5 Runden. Okay, das sieht ganz gut aus. Wir müssen aber halt vermutlich auch Reifen wechseln. Jetzt habe ich 2 Leute überholt wegen Boxenstopp. Die Frage ist generell, ob die noch... Oh, das war auch knapp. Ob die, wo jetzt in der Box waren... Ob die nochmal in die Box gehen oder ob die zu Ende fahren. Das ist die große Frage. Ich finde es echt krass hier. Sonst kommt ja immer hier die Einblendung mit Bremsen. Aber sogar wenn die Einblendung nicht kommt, ist es fast schon zu spät. Beziehungsweise... Oh ne, ich muss mal schauen. Müssen mal meine Bremskraftverteilung anschauen. Ah, nein! Nicht mein Benzingemisch ändern. Was haben wir hier? Bremsbalance, ja. Nein, nicht da hinten, shit! Was mache ich von der Scheiße hier? Okay, Kurve aufpassen. Ich muss... Oh, wieso ist das spiegelverkehrt? Wenn ich nach unten drücke, geht's nach oben. Ich mache mal ein bisschen nach die Front rein. Dann müsste das, glaube ich, ein bisschen besser funktionieren. Kann man ein bisschen schärfer anbremsen. So, einmal hier raus. Oh, nicht so gut rausbeschleunigt. Hinter mir, ja, nicht viel. 3 Sekunden, vor mir 7. Es irritiert mich jetzt schon ein bisschen mit dem Boxenstopp von den 2 Leuten da. So, hier. Ich muss gucken, dass ich so viel wie möglich Gas gebe, aber ich darf nicht zu krass übertreiben. Es war, ich glaube, vielleicht sogar einen Ticken zu langsam. Oh, schaut mal auf Platz 1. 16,2. Wir sind ein bisschen rangekommen, ey. Gibt's ja gar nicht. Kann ich kaum glauben, ey. Ich glaube, hier habe ich das Gefühl, dass mir hier Top Speed fehlt. Das kann auch sein auf der Geraden.
Ja, guck mal, ich glaube, ich kann ein bisschen stärker jetzt bremsen. Oh, Achtung, mein Heck. Ah, ich wollte hier schön rausfahren, schön weit raus die Kurve nehmen. Aber irgendwie nicht gut getroffen. Das irritiert so hier die Ganganzeige. Sieben Sekunden, Platz 2 in der Box. Alter, fahrt aber mit Medium. Alter, immer diese Kurve, ich verkack sie jedes Mal. So, ich mache ein bisschen Überholen rein. Müssen wir auch immer ein bisschen nutzen. Natürlich ein bisschen von Nachteil, wenn wir durchs Ziel fahren, nicht Platz 1 sind und ich noch hier vom Überholen noch ein bisschen was drin habe. Alter, guck mal, wie nice der jetzt bremst, hey. Hui! Da wollte ich wieder ein bisschen zu weit raus. Die Frage ist, oh, gucken wir meine Reifen an. Ab wann fangen sie an zu rutschen? Kann ich sie wirklich bis zum Ende fahren? Das ist die große Frage. Oder muss ich sie wechseln? Frage ist auch mit dem Benzin eigentlich. Muss ich in die Box rein? Ich kenne es ja in der Formel 1, dass man einmal in die Box muss, Reifenmischung wechseln und bla bla bla. Aber ich glaube, ich muss hier nicht in die Box, oder? Also wenn ich reifentechnisch und sprittechnisch durchfahren kann, muss ich, glaube nicht in die Box, oder? Wie gesagt, Formel 1 hat andere Regelwerke, aber hier kann ich durchfahren? Ich weiß es gar nicht. Es wäre jetzt halt mies, das auszuprobieren und dann disqualifiziert zu werden. Wieso war hier der kleine Rutscher drin? Muss auch gucken, was sie mit den Reifen. Ja, okay, vorne sieht ganz gut aus. Falls sie doch zu weit runtergehen, dass ich die Bremsbalance wieder ein bisschen nach hinten versetze. Aber die hinteren Reifen sind schlimmer dran als die vorderen. So, wir holen ein bisschen auf. Die vorne müssten auch noch. Alter, ich hasse diese Kurve. Die vorne. Oh, guck mal die Reifen an, hey. Wir sind bei Halbzeit. Wir sind bei der Halbzeit und meine hinteren Reifen sind halt auch schon bei Halbzeit, gell? Scheint ein bisschen übel. Weiß nicht, ob ich das riskieren soll. Ich würde mal sagen, ich schaue einfach mal, wie es weitergeht. Alter, hier rutsche ich. Oh, hier rutsche ich schon wieder. Oh, meine Reifen. Ich muss sie doch irgendwie schonen. Ich würde mal einfach mal so sagen. Wir schauen so bis Runde 9, wie es aussieht mit den Reifen. Und schauen dann einfach mal, wie es aussieht mit dem Benzin. Bei Benzin. 4 Runden brauche ich noch, gell? Ich bin bei 3,3. Das ist das Problem. Ich muss halt noch in die Box rein. Alter, wie er rutscht. Verdammt. Wie er so auf Topspeed sind. Oha. War auch nicht gut. Ich glaube, ich muss einmal in die Box rein. Ganz kurz tanken. Ganz kurz Reifen wechseln. Platz 1 ist halt so weit weg. Problem ist, Platz 1 kriege ich wohl halt fast nur, wenn ich nicht in die Box gehe. Mein großes Problem. Muss mal hier Benzingemisch auf 5 stellen. Mal schauen, was dann passiert. Und die Reifen im Auge behalten. Die Heck, also die Hinterreifen. Die sehen halt gar nicht gut aus für das Ziel, dass wir keine Reifen wechseln, beziehungsweise nicht in die Box gehen. Das ist das große Problem.
versuche gerade hier schön sanft zu fahren. Aber andererseits muss ich halt auch so ein bisschen das Maximum rausholen, gell? Das ist das große Problem. Hier nochmal überholen einsetzen. 4 Sekunden auf den Vordermann und 12 auf Platz 1. Ich meine, mit dem Benzin, oha, verbleiben die Runden, geht irgendwie gar nicht runter. Ich meine, ja, Benzin kann man vielleicht noch ein bisschen Lift and Coast spielen. Aber mit den Reifen, Reifenmanagement. Oh, schaffe ich das ohne Boxenstopp? Ich weiß es nicht. Leute, ich weiß es nicht. Jetzt mal schauen, was die da vorne machen. Okay, ist schon noch ein Stück bis zur Zielgeraden. Oh, schaffe ich das ohne Boxenstopp? Ich weiß es nicht. Ich finde, von den Verbleiben, aber die Runden gehen halt auch nicht mehr hoch. Obwohl ich hier mit dem Benzingemisch nochmal mager gemacht habe. Hat sich nichts großartig geändert. So, Platz 1 in der Box. Na, was war das? Hatte ich gerade... Ist mir hinten rein oder war es ein Reifenblatt? Hä? Alter, was war das gerade? Ist mir hinten reingefahren, aber woher kam der plötzlich? So, das war Platz 1, oder? Jetzt wurde ich aber von einem überholt. Wieder auch vorbeigeschossen. Das ist, guck mal, 3 Sekunden schon. Ah, das war ein bisschen zu viel. Oh, Leute. Was zur Hölle war das gerade? Wieso kam der so angeschossen? Ah, die Kurven werden langsam ein bisschen übler. Ich bin immer noch irritiert, wie der so angeschossen kam. Oh, die Kurve war auch nicht gut. Die habe ich auch schlecht angebremst. Nach hinten 3,3 Sekunden. Nach vorne 6,5. Was geht denn mit der Maschine ab? Was ist denn da los, hey? Ich verstehe es echt nicht. Wieso ist der so krass drauf? 7 Sekunden, Alter! Ich glaube, der fährt mit Benzingemisch hier voll auf Kraft, also auf 1, dass sie ja voll die Power hat. Der hinter mir, der bleibt in etwa weit weg, also gleich weit weg. Was zur Hölle geht mit dem ab, ey? Ich dachte schon, ich habe einen Reifenplatz, aber ich glaube, der hat mich irgendwie hinten leicht berührt. Das war dieser Ruckler da in der letzten Kurve. Guck mal nach hinten, Alter, da hinten, davor, also da vorne, da sehe ich so ein ganz kleiner schwarzer Punkt, hey. Und nach hinten mache ich halt auch voll die Lücke und der vor mir steht schon bei 9. Alter, der überholt gleich Platz 1. Reifen, oh, Benzin, oh. Also ich muss hier, glaube auf 6 gehen und riskieren, nicht in die Box zu fahren. Eigentlich ein bisschen Lift and Coast machen. Dadurch verliere ich aber auch ein bisschen Zeit. 1,7 Runden. Beide in der Box vor mir. Aber die können dann halt auch Vollgas geben, gell?
Alter, zwei Runden, Benzin auf 1,6. Oh, Leute. Oh, da kommt er schon wieder raus. Wir werden, der schießt gleich so an mir vorbei. Was haben wir? 1,5 Sekunden. Und ich muss am besten noch mit Lift and Coast fahren. Die Reifen. Oh, die Reifen können noch gehen. Na, guck mal, wie er schon hier kommt. Wenn ich jetzt Lift and Coast mache. Oh, weit raus, weit, weit raus, Leute. Ich glaube, in den Kurven habe ich halt schon noch Vorteile. Aber mit Lift and Coast wird es schwierig, wird es sehr schwierig. Vor allem, weil ich auf den Geraden halt generell schon Nachteile habe. Guck mal, da kommt er schon. Weiß nicht, wo er ist. Ich brauche mal das Radar hier, dass ich ein bisschen sehen kann. Jetzt ist schon wieder ein bisschen weg. Ein bisschen weg, Alter. Das sind da 3, 4 Zehntel. Hier wird er mich jetzt wohl holen. Schneid ihn ab! Tür bleibt hinten! Verdammte Sau! Friss mein Heckflügel! Oh, jetzt fahren wir hier ein bisschen blöd rein. Alter, zwei Runden muss ich das ja noch überleben. Oder 1,5. Ah, verdammt. Guck mal, wie er halt auch vorbeischießt. Wohl neue Reifen, Benzin, total voll. 1,1. Bin ich gespannt, was der hinter mir macht. Oh, Alter. Come on. Der hinter mir, er kommt langsam. Hier auf der Geraden kommt er langsam. Guck mal, er hat 2 Sekunden, Alter. Klar, der fährt mit einem ganz anderen Gemisch. Eine Runde noch mit meinem Benzin. Leute, ich glaube, ich verkack das voll. Wenn ich auf der Strecke stehen bleibe, dann wird es sehr peinlich, Alter. Dann wird es peinlich. Jetzt haben wir ja 1-0. Alter, jetzt habe ich gerade so viel Lift and Coast gemacht. Und der hinter mir hat 2 Sekunden aufgeholt. Geh ich rein, geh ich rein? Nein, ich gehe nicht rein. Ich bin dumm. Ich gehe nicht rein. Leute, lass mich in Ruhe. Ich will hier Platz 2 oder vielleicht Platz 3 halten. Ich brauche das Geld. Oh nein! Okay, ich dachte... Shit. Ich dachte, ich kann hier... Ich dachte... Wo ist er? Er hinter mir. Ich dachte, ich kann ein bisschen mehr Lift and Coast machen. Hab dann den Bremspunkt total verpasst. Hier auch. Oh ja, jetzt geht er vorbei. Immer noch. Okay, da. Ich muss schon sagen, geht immer noch nicht vorbei. 10 Sekunden! Oh Mann, das muss ich jetzt aber halten. Wie gesagt, den hätte ich nicht hinter mir halten können. Ich habe jetzt 2 Fahrfehler gemacht, okay. Aber wir haben noch 2 lange Geraden, wo er easy dran vorbeikommen würde. Wir müssen jetzt nach hinten schauen, auf die Zeit. Und ganz viel Lift and Coast machen. Und hoffen, dass wir ins Ziel kommen. Ich habe noch ein bisschen von dem Überholen hier drin, aber ich glaube, ich nutze das nicht, weil wir ja ein bisschen Sprit sparen müssen. Alter, 11 Sekunden! Was ist denn hinter dem los? Obwohl ich hier langsam fahre. Der vor mir fährt auch nicht so krass weg. Guck mal, Platz 1.
17,5 Sekunden. Auch ein bisschen übel, oder? So, wir haben noch von der halbe Runde Benzin, ey. Meine Reifen sind down wie noch mal was. Aber der Vorteil ist halt auch, natürlich, dadurch, dass ich jetzt so Benzin spare, ist natürlich auch der Vorteil, die Reifen werden nicht mehr so strapaziert. Guck mal, der hinter mir geht gerade auf die Gerade. Gerade auf die Gerade, das hört sich auch seltsam an. Oh, Alter, das... Okay, ich mache hier Lift and Coast. Ich muss fast nicht bremsen. Oh nein, es fängt an zu driften. Okay, eine, die Gerade, die hat so viel Benzin gezogen. Mann, ich habe 11 Sekunden, Leute. 11 Sekunden Vorsprung auf meinen Hintermann. Ich muss hier ein bisschen rollen lassen. Ein bisschen Benzin sparen. Auch ein bisschen aufpassen. Hey, guck mal, wie der weggerutscht ist. Ah, es war fast zu viel Gas gegeben hier. So, 9. Alter, ich kann nicht mehr durch die Kurven fahren. Come on, letzte Kurve. 0,2 Runden. Ja, das schaffe ich schon. Und jetzt hier voll wegdrehen, voll in die Bande, Totalschaden. Voll Kraft hier, Power, überholen. Alter, theoretisch gar nicht so schlecht. Jetzt müsste man sich halt überlegen, mit Boxenstopp hätte ich schneller fahren können, aber hätte halt auch Zeit verloren. Das ist halt krass. 32 Sekunden auf 1. So, was fährt denn hier rum? Fahren halt total verschiedene Fahrzeuge, gell? Ich kann die anderen gar nicht anschauen. Boah. Große Frage. Also in den Kurven ist ja schon ganz geil. Auf der Geraden fehlt ihm, glaube ich, ein bisschen Topspeed. Benzin haben wir sogar hinbekommen. 6 Sterne. Okay, auch ganz nice. Alter, wir müssen ja nur Dritter werden. Ich hab's geschafft, Leute. Ich dachte, ich hab verkackt. Aber... das erste Ziel erreicht. Sollen wir beim nächsten Mal wirklich Suzuka probieren? Suzuka schon... also soll angeblich schwierig sein. Andererseits hat Suzuka einige Kurven, 2, 3 Geraden, die aber nicht so extrem lange sind. Ah, könnte man überlegen. Ich würde mal sagen, ich bedanke mich fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Part hoffentlich wieder. Bis dahin, Wiederschauen und Ringau!